Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns was Besonderes an, und zwar einen Vortrag von einem Rabbiner bezüglich der Juden in Osteuropa und ihrer Verbindungen nach New York, nach Israel etc., weil wir uns ja immer wieder auch mit Themen beschäftigen, die mit Israel zu tun haben, weil es auch Endzeitthemen sind, weil es um Jerusalem geht, weil es um Themen geht vom ausgehenden Evangelium, was begann in Jerusalem und was wieder in Jerusalem enden wird. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich da ein bisschen anzuschauen, wer sind denn die Juden überhaupt, was machen die, wie sind die so drauf? Und ich glaube, es ist ganz interessant, sich diesen Clip anzuschauen, denn dieser Rabbiner erwähnt ein paar Hintergründe, die man vielleicht so nicht kennt. Und ich glaube, dass das spannend ist. Die Kommentarfunktionen schalte ich ab. Ich brauche und möchte auch keine Kommentare dazu. Ich möchte das einfach nur so ganz kommentarlos einfach mal zeigen. Ist der erste Teil, kommt noch mehr. Insgesamt gibt es drei Teile davon. Von dieser Rede dauert ungefähr eine Stunde. Ich übersetze die so mit und mit, ist aber sehr, sehr aufwendig und bitte deswegen ein bisschen um Geduld. Aber ich glaube, es ist interessant, ein bisschen das jüdische Denken zu verstehen und zu verstehen, was überhaupt im Moment passiert. Ich bin der Auffassung, dass Israel und speziell die Juden zur Zeit der Urgemeinde sehr stark waren, keine Frage, ja, wissen wir auch alle, dass die Verfolgung sehr stark war der Gemeinde gegenüber, dass die Israelis, Juden, Volk Gottes dann zerstreut wurden unter alle Völker, dass das Evangelium auch zu allen Völkern ging und dort Frucht brachte und am Ende der Zeit das Evangelium wieder nach Hause geht, nämlich nach Jerusalem. Und ich glaube, dass gleichzeitig damit einhergeht, dass die Juden wieder so mächtig werden, so einflussreich und so stark, wie sie damals waren. Ist vielleicht mal ein Gedanke, den man haben kann. Wir schauen uns mal jetzt diesen Clip an und diesen Vortrag von dem Rabbiner und ich wünsche viel Gewinn beim Zuschauen. TorahCafe.com. We're going to talk today about the Mossad, the KGB. Ich möchte heute sprechen über den Mossad, den KGB und das Judentum in Russland. Aber ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Im Jahr 1949 entsandte Israel seinen ersten Botschafter nach Moskau. Ihr Name ist jemand, den wir alle kennen, denn sie wurde schließlich Premierministerin, Golda Meir. Sie kam nach Moskau. Sie war keine religiöse Frau. Aber am ersten Tag von Rosh Hashanah gab es Gottesdienste. Also hat sie beschlossen, in die sogenannte Choralsynagoge zu gehen, die eine enorm große Synagoge im Zentrum Moskaus war. Zu dieser Zeit gab es in Moskau zwei Synagogen. Die Choralsynagoge in der Mitte der Stadt, die erhalten geblieben war. Und sie war eine Art Aushängeschild für die Russen. Schaut, wir kümmern uns um die Juden. Und dann gab es noch eine kleine Holzsynagoge, Marina Roscha, am Stadtrand, in einer wirklich rauen Gegend, in der die Polizei nicht gerne Patrouille ging. Das war die zweite Synagoge, die eine Chabad-Synagoge war. So geht sie also am ersten Tag von Rosh Hashanah in die Choralsynagoge. Und ich war schon vor ein paar Monaten in der Choralsynagoge. Es ist ein schönes Gebäude. Es gibt fast 1000 Sitze. Und oben im Frauenbereich ist es sogar wie ein Balkon, der wie ein Opernhaus herausragt. Als sie dorthin kommt, ist die Synagoge fast leer. Ein paar alte Juden. Niemand ist da. Und sie ist ein wenig enttäuscht. Und noch einmal, Golda Meir ist nicht die fremdste Frau der Welt. Das war sicher nicht auf ihrer Agenda. Sie geht also zurück in ihr Hotel und denkt, ob sie wissen, dass ich der israelische Botschafter bin, der 1949 ein neues Land vertritt. Und sie geht am zweiten Tag in die Synagoge und als sie der Synagoge nahe kommt, begrüßt sie eine Menge von Zehntausenden. Auf der israelischen Geldnote, das ist die 100-Schekel-Note, ich weiß nicht ganz genau, da ist ein Bild von Golda Meir drauf, als sie in die Choralsynagoge kommt und von Hunderten von Menschen empfangen wird. Was war passiert? Das sagte sie später einem Interviewer, Alani Faraci aus Rom. Er fragte, wer brachte die Menge zusammen? Und sie sagte, das war Chabad. Es war der einzige Tag in meinem Leben, an dem ich daran dachte, ein religiöser Jude zu werden. Golda Meir entdeckte einen jüdischen Untergrund, der bereits in Russland existierte. Das begann 1920, als der Kommunismus kam, als der vorige Rabbi beschloss, gegen sie zu kämpfen.
1924 nahm er 9 Hasidim zu sich und sie schworen einen Eid, das Judentum in Russland bis zum letzten Atemzug am Leben zu erhalten. Ich nehme an, dass einige von den Enkelkindern derer, die damals den Eid abgelegt haben, heute hier entweder als Vortragende oder als Gäste am Retreat teilnehmen. Und er entschied, dass er kämpfen würde, um das Judentum in Russland zu der Zeit am Leben zu erhalten, was auch immer ihm geschehen würde. Was war damals los? Juden waren enormer Unterdrückung unterworfen. Viele der anderen großen rabbinischen Führer der Zeit, Wladimir Schiwis und weitere in Russland, und viele andere nahmen ihre Schafe und flohen über die Grenze nach Litauen. Der Rebbe sagte, ich werde die russische Gemeinde nicht verlassen, ich werde mich um sie kümmern. Und er nimmt seine 9 Hasidim und er schwört einen Eid auf den Tod, um das Judentum in Russland am Leben zu erhalten. Und er beginnt den Prozess des Aufbaus des Judentums in Russland. Und das waren Schulen und alle möglichen anderen Einrichtungen. Er eröffnete eine Tora-Schule und der KGB schloss sie wieder. Er sendete einen Rabbiner in eine Gemeinschaft und sie haben ihn wieder verhaftet. Es war ein Prozess, der viele Jahre lang andauerte. 1927 wurde er verhaftet, zum Tode verurteilt und schließlich musste er Russland verlassen, um sein Leben zu retten. Vor etwa 20 Jahren war ich in Tel Aviv in einer Gedenkstätte für den Rebbe. 30 Tage nach einer Reinigung, die ich an mir vollzog, und der Hauptredner war Yitzhak Shamir, der ehemalige Premierminister Israels. Und er stand auf und sagte etwas sehr Interessantes. Er sagte das, er war ein Mitglied des Mossad für viele Jahre, und als der Mossad anfing, in den 50er Jahren nach Russland zu kommen, entdeckten sie, dass es bereits ein geheimes Untergrundnetzwerk gab. Es war kein Untergrundnetzwerk von den Israelis, es war ein Untergrundnetzwerk von Chabad Lubavitch. Das gleiche System, das vom Rebbe in den frühen 20er Jahren eingerichtet wurde, setzte sich während der gesamten kommunistischen Periode fort. Und als der Mossad nach Russland kam, und wie kam der Mossad dorthin? Als die Israelis in Moskau eine Botschaft eröffneten. Der Mossad traf also die bewusste Entscheidung, dass sie ein Untergrundnetz in Russland betreiben würden. Dieses Untergrundnetz wurde durch eine Division des Mossad betrieben, die sich unter der Befehlsgewalt des Premierministers befand, die sich Skata Keshia nannte, was Verbindungsbüro bedeutet. Ach übrigens, das ist dieselbe Skata Keshia, die Politik in den Vereinigten Staaten von Amerika betreibt. Es ist dieselbe Organisation des Mossad. Sie fingen an zu denken, dass sie sich mit den Juden Russlands verbinden müssten. Und sie begannen, Abgesandte als Teil der diplomatischen Gruppe zu schicken, die in der Botschaft arbeitete, aber mit unterschiedlichen offiziellen Jobs. Und ihre Aufgabe war es, sich um die Bedürfnisse des russischen Judentums zu kümmern. Einer von ihnen, die 1953 kamen, war ein Mann namens Nachemni Lebanon. Er war ein Kibbutznik. Man kann seine Erinnerungen online finden. Er kam nach Moskau, um daran zu arbeiten, sich mit den Juden Russlands zu verbinden, weil jetzt ein neuer, moderner Staat existierte. Und sie wollten versuchen, herauszufinden, was los ist. Und er kam eines Tages in die Marina Roscha-Synagoge, in die alte Chabad-Schule am Rande Moskaus, die heute dieses riesige jüdische Gemeindezentrum ist. Mittlerweile wurde dort ein 2-Millionen-Dollar-Gebäude errichtet. Damals gab es eine alte hölzerne jüdische Schule, weshalb die neue Schule in dieser Nachbarschaft gebaut wurde. In den 20er Jahren war es so eine schlimme Nachbarschaft, dass die Polizei dort nicht Streife gehen wollte. Und es war das Zentrum der damaligen Aktivitäten. Er kommt also zu der Schule und ein Chassid ihm sagt, dass er mit ihm sprechen möchte. Und er sagte, dass er ihn am Freitag in einem Badehaus treffen will. Er geht ins Badehaus, sie überprüfen es erst auf seine Sicherheit und der Chassid unterbreitet ihm eine Idee. Er sagt, hören Sie, wir müssen zurück nach Brooklyn, zum Rebbe in Brooklyn kommunizieren. Sie haben einen diplomatischen Hintergrund und wir möchten, dass die israelische Regierung uns bei der Kommunikation mit der Diplomatie in Moskau hilft. Nachemni Lebanon ist nicht allzu glücklich mit der Idee. Er ruft aber seinen Vorgesetzten an, dessen Name Sholo Bigdor war, der das Verbindungsbüro leitete. Sholo Bigdor war ein berühmter israelischer Spion. Aber dieser Typ im Badhaus ist ein Kibbutznik. Was haben wir mit den frommen Juden zu tun? Aber Bogdor sagte, nein, nein, wir werden mit ihnen zusammenarbeiten. Und was wir nicht über das Chabad-System wissen, werden wir von der anderen Seite erfahren.
Wir wissen nur wenig von Chabad. Das meiste wissen wir von Zeugenaussagen und den Berichten von Mitgliedern des israelischen Geheimdienstes, weil auf der Chabad-Seite alles total geheim war. Nichts wurde öffentlich getan. Alles wurde unter vier Augen getan. Das Büro des Rebbes wusste nichts darüber. Der Sekretär des Rebbes wusste nicht, was vor sich ging. Niemand wusste auch nur irgendwas. Und alle, die an solchen Vorgängen beteiligt waren, sind nicht mehr in der diesseitigen Welt. So traf sich Lebanon nun jeden Freitag im Badehaus mit ihnen. Briefe und Mitteilungen und Dinge, die aus Russland nach New York kommen mussten, um den Rebbe zu fragen, gingen durch die israelische Regierung und deren diplomatischen Background. Dieser Prozess ging jahrelang weiter, bis 1967. Die israelische Regierung ist der Kanal für Bücher, für Materialien, die sie versenden und Dinge, die sie tun. Sie arbeiten ruhig zusammen. Und was sagte Lebanon? Er sagte, dass dies ein so gutes System sei, wie sie es noch nie hatten. Es war in jeder Stadt und in jedem Dorf, es reichte in jede Gemeinde, einer nach der anderen, und es war wirklich ein geniales System. Lebanon wurde 3 oder 4 Jahre später aus Russland rausgeworfen, persona non grata, weil sie ihn dabei erwischt haben, wie er sich mit einigen russischen Juden traf, und wird durch einen Kerl ersetzt, der Ariel Laav genannt wird. Laav ist jetzt verantwortlich für die Aktivitäten in Moskau. Laav war dort für eine Reihe von Jahren, und um 1959 verlässt auch Laav Russland, um nach Israel zu gehen. Er trifft dort Biktor, den Kopf der geheimen Einheit, und Biktor sagt zu ihm: Hör zu, du musst nach Brooklyn gehen, du musst den Rebbe informieren. Sie sind Kibbutzniks. Die Idee, einen Chassidim zu informieren, käme ihnen im Traum nicht in den Sinn. Sie würden niemals auch nur daran denken. Ariel Laav reist also nach Brooklyn und trifft dort den Rebbe. Das ist so interessant in diesem Gespräch. Das Gespräch dauerte etwa 11 Stunden. Nun, woher wissen wir, was in diesem Gespräch besprochen wurde? Es war ein Gespräch unter vier Augen, Laav und der Rebbe. Woher wissen wir von diesem Gespräch? Weil er es uns erzählt hat. Was hat der Rebbe ihm gesagt? Er sagte nur, ein Jude reist nach Taschkent. Er wollte Laav nicht eröffnen, wer und was genau sein System war. Er nahm ihn stattdessen gedanklich auf eine Reise von Stadt zu Stadt. Du warst in Minsk, du warst in Pinsk, du warst in dieser Stadt und in jener Stadt. Warst du auch in Taschkent? Ja, ich war auch in Taschkent. Und als du in der Schule warst, wer war der Tora-Leser in der Schule? Laav sagt ihm, nun, da war ein Tora-Leser in der Schule. Laav sprach auf Jiddisch und sagte, da war ein rotbärtiger Tora-Leser in der Schule. Und hat er die Tora gut gelesen? Natürlich hat er die Tora gut gelesen. Er hat sie schön gelesen. Was ging hier vor sich? Was ist das Verwirrende bei diesem Gespräch? Laav sagte, dass der Rebbe ihm nicht offenlegen wollte, wer das System war. Was er tat, war, dass er ihn zu einer Reihe von Fragen führte, damit er ihm sagen würde, wer die Spieler auf dem Spielfeld waren, ohne dass er sie ihm verriet. Warum? Weil er Bedenken hatte, dass Laav aus dem Meeting gehen würde und in Jerusalem einen Bericht schreiben würde, der vielleicht jemandem bekannt werden könnte, sodass alles herauskommen würde. Er wollte nicht einmal dem israelischen Geheimdienst auch nur einen Teil seines eigenen Systems anvertrauen. Er wollte, dass Laav ihm sagen würde, wer der Mann in Taschkent ist, ohne ihm zu enthüllen, wer sein Mann in Taschkent war. Dies war das Maß der Geheimhaltung, das eingehalten wurde. Es war das erstaunliche Maß an Geheimhaltung so sehr, dass wir nicht einmal die Dokumente dieser Geschichte haben und wir einfach nicht wissen, was geschah. Im Jahr 1955-56 wurde zum ersten Mal überhaupt russischen Juden erlaubt, eine Delegation von amerikanischen Rabbinern zu empfangen. Sie kamen nach Russland und diese Rabbiner, die RCA-Rabbiner waren, vom RCA, Rabbinical Council of America, und tatsächlich der letzte Sprecher vor dem Mittagessen war der Präsident von RCA, sie waren orthodoxe Rabbiner und wurden nach Moskau gebracht. In Moskau gab es zu der Zeit einen Oberrabbiner, der ein großer Tora-Gelehrter war, und er tat sein Bestes, um die Flamme des Judentums zu erhalten, weil sie dort in der Stadt nur wenig Judentum erlaubten. Aber was sie sagten war, ihr könnt die Juden in Moskau die Tora lehren, aber nur in Jiddisch und nicht in Russisch. Ihr könnt es in Hebräisch und in Jiddisch lehren. You can't teach in Hebrew and you can't teach in Russian.
Hebräisch, weil es eine zionistische Sprache ist, aber nicht Russisch, weil die Worte des Judentums nicht in einer nichtjüdischen Sprache gelehrt werden sollten. Der wirkliche Grund aber war der, dass nur die Menschen gelehrt würden, die noch Jiddisch verstanden, während die nächste Generation kein Jiddisch mehr konnte. Bevor sie nach Moskau gingen, trafen sie sich mit dem Rebbe. Jetzt geschah eine erstaunliche Sache. Ungefähr 8 oder 9 Jahre vorher besuchte Präsident Bush St. Petersburg auf einer offiziellen Reise nach Russland. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte innerhalb einer Geschichte. Er kommt nach Moskau und er ist in der Botschaft, die dort ist, und es gibt einen Empfang. Und der Oberrabbiner ist da. Und er geht zu ihm und sagt zu einem seiner Mitarbeiter, sagen Sie Ari, dass seine Freunde hier sind. Wer ist Ari? Ari Fleischer war der Sprecher des Weißen Hauses. Als er noch jünger war, war er der Präsident des Jüdischen Kongressforums gewesen, das eine Chabad-Organisation im Kongress war. Also wusste er, dass Ari Kontakt zu Chabad Lubavitch hatte. Als der Präsident die beiden Chabad-Rabbiner sah, sagte er, dass Ari kommen solle, weil seine Freunde hier wären. Fleischer rennt rein wie Meschugge, weil er meint, der Präsident ruft ihn. Nein, die Rabbiner wollten ihn sehen. Aber was bei diesem Besuch passiert ist, war, dass er nach St. Petersburg gegangen ist und in St. Petersburg hat er die große Choralsynagoge besucht, die von Rabbi Pevsner wieder aufgebaut wurde. Und in dieser Synagoge hat Rabbi Pevsner ihn in einen Raum gebracht und ihm einen ganzen Haufen Tora-Schriftrollen gezeigt. Was ist die Geschichte mit den Tora-Rollen? Als diese Rabbiner Mitte der 60er Jahre kamen, entdeckten sie diese Rollen und hatten eine Idee. Niemand benutzt sie in Russland. Lassen Sie sie uns aus Russland nehmen und in der Welt in Toraschulen verteilen. Und sie sagten es dem Rabbi, aber der Rabbi sagte, nein, es wird eine Renaissance des Judentums in Russland geben, wo diese Tora-Rollen in Russland wieder benutzt werden. Diese Geschichte erzählten sie Präsident Bush. Und er sagte daraufhin, dass das eine Prophezeiung gewesen sei. Und er war so angetan von der Sache mit dem Rabbiner und den Rebbezin in St. Petersburg, dass Frau Bush sie als persönliche Privatgäste zum Weißen Haus einlud. Also hier sehen wir die Anfänge eines Systems, von dem wir bisher nur sehr wenig wissen. Aber ich möchte Ihnen etwas über eine jener Missionen erklären. Dies war eine Mission, die ein absolutes Geheimnis für viele, viele Jahre war. 1965 gab es einen jungen Rabbiner-Yeshiva-Student in Manhattan, dessen Name Benjamin Katz war. Er ging auf ein Sommerlager der Chabad, das Outreach genannt wird, um später für ein Projekt nach Skandinavien zu gehen. Und unmittelbar bevor er ins Büro des Rabbiners ging, sagte ein Freund zu ihm, schau dir die Landkarte an. Russland ist so nah. Wenn du schon nach Kopenhagen in Schweden gehst, warum nicht auch nach Russland? Er geht also in das Treffen mit dem Rabbiner und der Rebbe sagt zu ihm, im Lauf des Sommers werden wir sehen, was passiert. Katz ist heute Rentner. Er war Oberrabbiner in Brüssel, er war Oberrabbiner in Kiew. Jetzt ist er pensioniert und lebt in Brooklyn. Und er verbrachte den Sommer damit, im Camp zu arbeiten. Und am Ende des Sommers fragten sie den Rebbe, ob Katz dazu befähigt sei, die Mission auszuführen. Sie fragten also den Rabbi, ob er gehen könne, und der Rabbi antwortete ja. Sie verbrachten also die nächsten Monate damit, Katz für seine geheime Mission nach Russland vorzubereiten. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis. Er lebt heute übrigens im Ruhestand in New Haven, Connecticut. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis. Sie wollten, dass er nach Russland ging, aber sie haben ihm nicht den ganzen Auftrag verraten. Das Erste, was sie tun mussten, war, seinen Look zu verändern. Anstatt ein schöner, schlanker Yeshiva-Bachelor zu sein, musste er ein reicher, etwas überheblicher, etwas übergewichtiger amerikanischer Tourist werden. Sie kauften ihm Klamotten, sie brachten ihm ein paar russische Spiele bei, die sie auf den Handelsschiffen spielten, und schließlich erzählten sie ihm, wenn er nach Russland gehe, sollte er nicht auf dem Bett im Zimmer schlafen, weil sie sonst dächten, er sei nervös. Und sie gaben ihm eine Trainingseinheit, die eine ganze Weile dauerte. Und dann schickten sie ihn für 3 Monate nach Russland, auf eine geheime Mission. Seine Mission war es, die Namen und Adressen russischer Juden herauszubekommen. Sie sagten ihm aber nicht den Grund dafür. Und wie kontaktiert man Juden in Russland? Es ist 1965. Man kontaktiert sie in den Synagogen. Er kommt also zur Choralsynagoge, die auch die große Synagoge in Moskau genannt wird, und er hält sich in der Schule für fast einen Monat auf. Aber er macht die Leute Meschugge. Als Erstes verfrachten sie ihn in das heutige Armada Hotel, in dem sich die Übernachtungsrate in heutiger Währung auf $1,200 belief. Sie zahlten in bar.
The rate that he paid in those days was basically in today's dollars $1,200 a night. They paid it in cash on advance. Jeden Tag sendete er an einen anderen Ort auf der ganzen Welt eine Postkarte. Hallo Onkel, ich habe eine tolle Zeit in Moskau, sodass eine nach London, eine nach Paris, eine nach New York ging und sie ständig wussten, dass er noch am Leben und okay war. Sein Job in Moskau war es wieder, die Namen und Adressen von so vielen russischen Juden wie möglich zu bekommen. Er kommt in die Schule und sie wussten nicht, wer er war. Die alten Chassidim waren da. Und wenn man heute in die öffentliche Synagoge geht, geht man in der Hauptlobby nach rechts und da ist eine kleine Schule in der Größe dieses Raumes, ein zweites Sanktuarium und in diesen Tagen war dort die Chabad-Schule in der Choralsynagoge. Die Schule ist groß, es gibt große Säulen, es gibt weitläufige Räume, es ist nicht richtig hell beleuchtet. Ich bin kürzlich nach Dobin gegangen, da waren 10 Leute an einem Sonntagmorgen. Es ist eine große, massive Gebäudestruktur. Und sein Job war es, sich mit den Chassidim zu verbinden. Aber sie waren misstrauisch. Wer war er? Langsam aber sicher begannen sie zu erkennen, dass er jeden Tag bei ihnen war. Er saß in der Klasse jeden Tag. Also kam er morgens, um zu zeigen, dass er eine Stunde lang hier bleiben würde. Dann ging er auf eine Touristenfahrt nach Moskau, kam wieder zurück, diente in den Gottesdiensten und sie fingen an zu sehen, dass er echt war. Eines Tages ging er unten zur Mikwe. Die Mikwe ist auf dem unteren Stockwerk, wenn man die Treppe runtergeht. Und ein Chassid griff ihn an den Bart, ob er echt wäre. Und sie begannen zu erkennen, dass er echt war. Und sie sagten, warum bist du hier? Er sagte, dass er hier sei, weil er vom Rebbe eine Mission habe, Namen und Adressen zu erhalten. Aber sie hatten Angst, mit ihm zu reden. Also setzte sich ein Mann zu den Männern gegenüber, die sie in der Mikwe zu tauchen begannen. Sie beginnen, indem sie eine typische Anweisung sagen. Und dann legten sie ein Buch auf das Regal und gingen weg. Katz nahm das Buch und fand darin ein Blatt Papier, das innen mit der Telefonnummer und der Adresse dieses Typs beschrieben war. Er merkte es sich mit seinem fotografischen Gedächtnis, um es dann zu zerstören, damit es nicht von jemand anderem gefunden werden konnte. Er verbrachte fast einen Monat in Moskau. Am letzten Tag in Moskau saß ein Chassid vorne im Raum, der nie mit ihm sprach. Er ging rüber zu dem Kerl und er begann mit ihm zu reden. Und dann packten ihn plötzlich 2 große KGB-Kerle und nahmen ihn mit zu einer Befragung. Aber der Präsident der Synagoge, vermutlich war das alles vom KGB fingiert, schikanierte ihn und rief, warum kommst du zur Synagoge? Ich will dich hier nicht sehen. Und er sagte, ich bin ein amerikanischer Tourist. Wissen Sie, er warf mit einigen Dollars um sich, er verhielt sich wie ein ungestümer, lauter Amerikaner und sie schnappten ihn sich für eine Untersuchung. Er sagte, dass er keinen Russen kennt. Also es gab einen Chassidim dort mit Namen Hansen und sein Bruder war ein sehr wichtiger Chabad-Rabbi in Israel und er half ihm etwas und das war sein letzter Tag in Moskau und er setzte seine Reise fort. Jetzt wurde ihm erklärt, dass er, bevor er nach Russland ging, es war eine 3-monatige Reise und er besuchte 8 oder 9 verschiedene Städte. In jeder Stadt hatte er die gleiche Aufgabe. Aber es wurde ihm gesagt, dass er unbedingt nach Taschkent müsse. Taschkent ist in Usbekistan, 2000 Meilen oder 1500 Meilen von Moskau. Es liegt am Ende der Welt. Wenn sie damals nach Russland reisten, war es nicht wie heute. Heute ist das einfach. Ich war kürzlich dort. Du gehst hin, wo immer du willst. Ich flog von Moskau nach Novosibirsk. Die koschere Mahlzeit im Flugzeug war besser als die Mahlzeit, die ich letzte Woche von Tel Aviv nach New York hatte. Um die Juden in Russland muss man sich heute nicht mehr sorgen. Das ist eine ganz andere Welt heutzutage. Aber es wurde ihm erklärt, was er tun müsse. Er sollte zu Intourist gehen. Das ist die Tourismusagentur der Regierung. Die haben amtliche Pläne der Flugrouten, wo sie hinwollen. Aber sie haben Taschkent nicht auf den Plan setzen wollen, weil Taschkent die Stadt ist mit den meisten Einwohnern neben Moskau. Und wenn der KGB sehen würde, dass ein Amerikaner nach Usbekistan gehen wollte, dann wäre das sehr verdächtig. Also erklärten sie ihm, dass er unbedingt eine Methode finden müsse, nach Taschkent zu kommen. Er war also etwa 1000 Meilen von Taschkent entfernt. Ich habe den Namen der Stadt vergessen, in der er sich befand. Und er hörte, dass es ein Championship-Fußballspiel in Taschkent geben würde. Also ging er zu dem Typ bei Intourist, einer dieser KGB-Leute, die die Flüge verwalten. Und er sagte, dass er ein Fußballfan sei und er wolle zur Fußballmeisterschaft fliegen. Aber sie sagten ihm, dass er nicht zum Spiel könne. Es ging hin und her und Geld und dies und das und er machte sie mehr Schucke. Und dann ließen sie ihn zur Fußballmeisterschaft nach Taschkent fliegen. Er ging zum Fußballspiel, checkte in das Hotel ein und Freitagnacht ging er in die Schule in Taschkent. Was war dort alles geschehen? Während des Zweiten Weltkriegs liefen viele Chassidim weg von der russischen Front, von der deutschen Invasion, und sie gingen nach Taschkent. Taschkent war auch ein Ort mit ein wenig mehr Freiheit für die Juden. Also gab es eine hohe Konzentration von Chassidim in Taschkent.
Er geht in die Schule am Freitagabend und er geht sofort zu dem Rednerpult und hält die Lesung. Ein amerikanischer Tourist taucht in Taschkent auf. Selbst heute finden Sie in Usbekistan kaum amerikanische Touristen. Aber stellen Sie sich vor, wie das 1965 war. Also gab es dort einen Kerl, der Levi Pressman genannt wurde, der dort mit ihm in der Hasidim-Schule war. Der sagte zu ihm, komm mit mir. Das heißt, dass Sie mit ihm kommen sollten, wenn er die Straße hinuntergehe. Während sie gingen, gab es ein paar KGB-Beobachter und er sagte, wir haben etwas Gutes gehört, wir haben eine Mitteilung erhalten, dass wir nach Taschkent reisen. Und sie hatten verstanden, dass er dort zu einem bestimmten Zweck war. Am Samstagabend erklärten sie ihm, dass ihn jemand abholen würde. Als er aus dem Hotel heraus sah, sah er ein junges Paar, ein nettes junges Paar. Und er erkennt, dass sie für ihn da sind. Er geht nach draußen. Während sie an ihm vorbeigehen, sagen sie zu ihm, dass er mitgehen soll. Sie streifen durch die Straßen, durch diese und durch eine andere, zuerst die rechte, dann die linke und sie gehen auf wechselnden Straßenseiten. Dann gehen sie zum alten Markt und sie schütteln die KGB-Gruppe ab, die ihnen folgt. Und dann plötzlich sagen sie, dass er hier an diesem Ort warten soll, bis ein Mann erscheint. Und das war ein berühmter Hasidim, der 20 Jahre in Sibirien gewesen ist. Er sagt, leg dich auf das Gras. Ein Gesicht in die Richtung, eins in die andere, Kopf an Kopf. Wenn die Polizei kommt, rollen wir in entgegengesetzter Richtung auseinander. Er sagt also, wer bist du? Er sagt, ich weiß, wer du bist. Du bist der und der. Er sagte, ich kenne deinen Bruder, ich kenne deine Schwester und so weiter. Ich habe eine geheime Nachricht, wie du einen Ausweg aus Russland bekommst. Und dann später gingen sie auseinander und plötzlich packen ihn zwei Kerle. Und er ist erschrocken. Diese zwei Kerle dachten, er sei einer vom KGB. Einer hieß Paul Schupensky und der andere Muschkin. Und er rief, wer bist du? Wir werden dich verhören. Und er sagte, du bist Muschkin. Woher wissen Sie das? Ich kenne deine Mutter, deinen Bruder, deine Schwester und diese und jene. Muschkin ist von Montreal. Und das passiert alles auf dieser Art von geheimer Mission. Schließlich verlässt Katz Russland und geht zurück nach Skandinavien. Und es wurde ihm gesagt, dass er jetzt den zweiten Teil der Mission habe. Er gehe jetzt nach Israel. Aber er dürfe niemandem sagen, warum er in Israel sei. Er hat also 9 Monate in Israel verbracht. Und was hat er dort gemacht? In jedem Postamt in Israel gab es ein Einwohnerregister. Er ging von einem Einwohnerregister zum nächsten, weil wenn sie einen Kerl hatten, der Levin von Minsk angerufen hatte, würden sie eine andere russische Levin-Familie in Petah Tikva finden, die von Minsk kam, weil sie herausfinden konnten, woher sie alle stammten. Dann mussten sie untersuchen, wer diese Familie war. Denn wenn ihr ein bisschen von der Geschichte Israels wisst, was zu der Zeit in Israel los war, eine ganze Zeit lang gab es nämlich noch recht viele Kommunisten in Israel. Ich weiß nicht, ob jemand Yasser Levis Buch gelesen hat, Wie die Träumenden. Er spricht darüber, wie die Leute in den Kibbutzim noch bis 1967 Bilder von Stalin an den Wänden hängen hatten. Sie mussten also die Familien untersuchen, um herauszufinden, ob sie kommunistische Sympathisanten sind. Sobald sie die Familien untersuchten und festgestellt haben, dass sie keine kommunistischen Sympathisanten waren, wendeten sie sich an die Familie und sagten, wir wollen, dass sie zur russischen Botschaft gehen und einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. In diesem Jahr verließen fast 500 Juden Russland wegen der Mission von Rabbi Katz. Das wurde geheim gehalten. Er kam zurück nach New York und es wurde ihm gesagt, dass er der Hüter eines absoluten Geheimnisses war. Eines Tages ging er auf eine Vortragsreihe. Wir müssen demnächst über die sowjetische Judenbewegung sprechen. Die sowjetische Judenbewegung war also auf ihrem Höhepunkt und er kommt und geht auf einen Vortrag mit Professor Belville Green, dessen Sohn auch hier zum Retreat war. Und sie befragten ihn. Und damals machte jeder Demonstrationen für das sowjetische Judentum. Also fragten sie ihn, was tun Sie für das sowjetische Judentum? Also erhob sich Robert Katz, er war ein junger Mann zu der Zeit, und er sagte, wir tun etwas, wir haben keine Angst, wir tun etwas. Am nächsten Tag wird er ins Büro des Rabbi gerufen und er sagte, Sie haben die Geheimhaltungsregeln gebrochen. Er antwortete, dass er nichts gesagt habe, außer dass wir etwas tun. Und der Rebbe sagte, selbst das war zu viel.